War die Anthem VIP Demo wirklich so ein Reinfall oder hat sich das Ganze doch noch zum Guten gewendet? Das bereden wir jetzt. Falls noch nicht getan, empfehle ich euch noch an meinem Gewinnspiel teilzunehmen. Dafür einfach einen Kommentar unter dieses oder meine anderen Anthem Videos schreiben. Schon nehmt ihr teil. Über ein Abo würde ich mich übrigens auch freuen und aufgelöst wird das Ganze am 31.01. im Community Tab. Den findet ihr, indem ihr auf meinen Kanal klickt und auf Community geht. Ich wollte an der Stelle mich nochmal bedanken. Es sind jetzt über 250 neue Leute auf meinen Discord gekommen und alle haben Bock auf Anthem. Das bedeutet, auf meinem Discord entsteht gerade eine riesige Anthem-Community. Schließt euch der unbedingt noch an, damit ihr da immer Mitspieler habt. Ich werde jetzt noch einige Kanäle zu dem Thema hier erstellen auf meinem Discord. Deswegen könnt ihr dann immer quatschen, immer wen zum Zocken finden. Das ist einfach legendär, weil Anthem macht alleine keinen Spaß. Das kann ich euch sagen. Nun, eine abschließende Antwort kann ich euch auf diese Frage natürlich nicht geben. Ich kann das Ganze aber aus meiner Perspektive und meinen Erfahrungen bewerten. Ich habe Anthem schon einige Stunden gezockt. Es sind jetzt auf jeden Fall weit über 10 Stunden. Ich habe mit einigen gesprochen, die es nicht zocken konnten, auch bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und darüber möchte ich mit euch reden. Das Ganze habe ich ja in einem anderen Video schon mal behandelt, in dem ich gesagt habe, dass die Demo wirklich ein Reinfall war. Zu diesem Zeitpunkt konnten die wenigsten das Spiel spielen. Die wenigsten sind reingekommen und wenn man dann mal drin war, dann waren die Server laggy oder man hat eben bei 90% Ladebildschirm einfach mal eine halbe Stunde gewartet. Das war so der Stand hier in der Demo. Jetzt am Sonntag lief es wirklich besser, Samstag lief es auch schon besser, aber viele konnten trotzdem noch nicht spielen. Meine Meinung zu der Sache ist, EA hätte das wirklich besser aufstellen können, aber man muss sagen, an der Stelle, es ist halt auch so eine Art Testphase, die man eigentlich verfrüht hätte machen sollen, denn die VIPs, die ja vorbestellen, beziehungsweise die vermeintlichen VIPs, EA nennt sie natürlich so, um ihnen ein besonders gutes Gefühl zu verschaffen, hätten dann ja eigentlich verdient, dass es für sie läuft, weil sie eben vorbestellt haben, weil sie die dicken Editionen kaufen, weil sie das Abo von EA haben, was EA so krampfhaft versucht zu vermarkten. Unter dem Gesichtspunkt, dass es sich um VIPs handeln soll, ist es echt eine miese Aktion gewesen. Ich selbst muss sagen, ich fühle mich nicht als VIP. Ich fühle mich als normaler Mensch, der einfach hier eine Runde das dann zocken möchte und eben dieses Abo hat. Juckt mich wirklich todesnull, wie die mich dann bezeichnen. Aber man hätte es besser aufziehen können. Das muss auf jeden Fall festgehalten werden. Da kann keiner was gegen sagen. Man hätte diesen Launch besser gestalten können. Die ganzen EA-Server sind irgendwie abgekackt. FIFA lief nicht, Battlefield lief nicht. Ich weiß nicht, was noch nicht lief. Aber anscheinend war das dann eben ein weitgreifendes Problem. Die haben dann etliche Server irgendwie abgezogen für Anthem, weil sie anscheinend nicht mit diesem anderen gerechnet haben. Kann ich irgendwo verstehen. Es ist nicht der AAA-Titel des Jahres, aber momentan ist eben kaum was anderes, sagen wir mal, da auf dem Markt, auf das man sich freuen kann. Zumindest jetzt im Januar. Es gibt noch Resident Evil, was sehr, sehr gut ankommt bei den meisten Leuten. Für mich ist das übrigens nichts. Dann gibt es irgendwie Tropico und das war es, glaube ich, an aktuellen Releases, die in die AAA-Sparte kommen, neben Kingdom Hearts. Im Februar kommt da nochmal einiges raus. Da ist auch dann etwas Konkurrenz geboten. Metro Exodus, Far Cry New Dawn, was nicht der größte Konkurrent sein wird. Dazu muss ich vielleicht auch nochmal ein Video machen, denn Far Cry New Dawn ist, glaube ich, eine ziemliche Enttäuschung für viele unter euch. Aber deswegen hätte man sich theoretisch ausmalen können, wie groß der Andrang wird. Naja, ist jetzt halt mies gelaufen. Zusammenfassend muss ich aber sagen, hat mir die Demo doch Spaß gemacht. Es ist nicht so eine krasse Enttäuschung, wie ich es, sagen wir mal, zur Erstellung meines letzten Videos gedacht habe, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch ein bisschen pissig war, weil einfach nichts lief. Das sei mir hoffentlich an der Stelle von euch verziehen, denn auch ich bin von Emotionen nicht frei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich unglaublich auf das Hauptspiel. Wir haben jetzt schon einige gute Eindrücke finden können. Wir haben einen Stronghold erledigt. Wir haben etliche Quests gemacht. Wir haben ein bisschen gecraftet, gelootet, Sachen kaputt gemacht, mehr Sachen gelootet. Und man sieht schon, wohin das geht. Das ist ein ganz klassischer Looter-Shooter. Da braucht sich keiner was vormachen. Das ist nichts Neues, keine tolle Erfindung oder so. Es sieht aber top aus, meiner Meinung nach. Vor allem die Feuer- und Explosionseffekte sehen bombastisch aus. Ich spiele das Ganze auf den höchsten Grafikeinstellungen in Full HD, aber nur 60 FPS und es läuft eigentlich ganz gut. Manche Server, wie gesagt, die sind echt laggy, aber das geht dann hoffentlich zum Launch vorbei, wenn dann der größte Andrang wahrscheinlich schon gelaufen ist, denn in der Open Beta können sich ja alle eigentlich ein Bild machen, ob sie dieses Spiel wollen und wem das nicht gefällt, der kauft sich's nicht. Ist ein super Angebot meiner Meinung nach, so eine Open Beta. Das ist wirklich eine coole Aktion von EA an der Stelle. Man findet natürlich nicht alle Inhalte des Spiels vor und das Allerwichtigste, das wird uns vorenthalten, nämlich das Endgame. Es gibt wohl nur 3 Strongholds zum Launch, eine davon haben wir schon erledigt. Und die 2 anderen werden sicherlich auch sehr cool. Hat viel Spaß gemacht, war aber ziemlich leicht und ich bin der Meinung, dass man da echt noch viel machen kann. Das Spiel wird so contentabhängig sein, da muss immer was nachgepumpt werden, sonst geht es einfach in die Versenkung.
Elder Scrolls Online-like, da muss einfach schnell was kommen und nicht erst viel zu spät. Meine Meinung zur Beta, es war auf jeden Fall jetzt am Ende dann eine coole Sache, hat auf jeden Fall den einen oder anderen von euch begeistern können. Die anderen von euch haben dann eben gemerkt, das ist nichts für mich, und das ist doch auch eine sehr, sehr gute Erkenntnis, dass ihr einfach gesehen habt, okay, den Kack kaufe ich mir nicht. Ist auch viel wert, wie ich finde, von daher hat da jeder anscheinend was mitgenommen. Ich würde mich freuen, euch hier weiterhin zu begrüßen auf meinem Kanal zu Anthem. Far Cry New Dawn werde ich hier behandeln, The Division 2, Assassin's Creed wird weiterhin laufen. Das sind so die Themen, die mich momentan dann bewegen werden. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video zu Anthem. Bis zum nächsten Mal, euer Fragnaz.